Guten Morgen! Tag 2, Leute! Wir sind in Disney Sea. Der Eingang ist da vorne. Da gehen wir jetzt rein. Was vorher und nachher passiert, das seht ihr auf dem Hauptkanal. Aber hier auf dem Zweitkanal seht ihr heute, was wir in diesem Disney Sea erleben werden. Disneyland und Disney Sea sind zwei komplett voneinander getrennte Themenparks, so könnte man sagen. Man braucht auch separate Tickets. Man kommt also nicht mit dem Land-Ticket in das Sea-Ticket rein und andersrum. Wir machen das so, wir haben jetzt den ersten Tag komplett Disneyland gemacht und den zweiten Tag machen wir jetzt Disney Sea. Das machen eigentlich viele so wie ich das mitbekomme, dass sie halt dann übernachten, einen Tag Land, einen Tag Sea machen. Auch die Attraktionen sind nochmal komplett andere hier. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich war schon mal hier vor, weiß ich nicht, 7 Jahren, glaube ich, mit Mario zusammen. Aber das ist schon so lange her, ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr. Let's go! Leute, die wollen mit mir diesen Turm da machen. Ja, wir fahren jetzt diesen Turm. Da fällt man so runter. Das ist eigentlich gar nichts für mich. Aber ich habe zugesagt, ich mache mit. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich eigentlich schon wieder gesagt habe, ich mache mit. Aber ich habe echt Angst. Ich habe immer Angst. Ich bin ein echter Angsthase, was solche Sachen angeht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. War ziemlich gut, Leute. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, aber ich brauchte gar nicht so viel Angst haben. Es war im Grunde so ein Lift, ja, wie so ein Aufzug. Man ist in einem Hotel hochgefahren und dann immer wieder runtergefahren, runtergefallen. Und das mit so einer angstmachenden Story dahinter. War ganz gut, kann man sich auf jeden Fall geben. Und jetzt gehen wir als nächstes zu Toy Story, warten jetzt auf Mayes Mutter und Louis. Die sind nämlich gerade unterwegs, weil das konnte Louis jetzt nicht fahren, das Ding hier. Und jetzt machen wir was, was Louis auch fahren kann. Und gucken vorher noch hier ein bisschen im Souvenirshop. Als nächstes sind wir bei Toy Story, Leute, mit Brille. Yay, das war so ein Punktespiel jetzt hier von Toy Story, Leute. Lou und ich haben richtig gut abgeschnitten. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir waren mit Sicherheit nicht so gut. Aber hat Spaß gemacht. Hier war gerade so eine Show auf dem Wasserstück, auf diesem kleinen See. Es ist einfach so unglaublich laut gewesen, wirklich. Die Lautstärke ist heftig. Vorher waren wir noch in so einer anderen Show, ungefähr eine halbe Stunde mit Mickey und Band. Durfte man leider nicht aufnehmen, war aber richtig, richtig schön auch. Also ich muss sagen, mir gefällt Disney Sea ein bisschen besser, von der Atmosphäre her. Es ist irgendwie ein bisschen lockerer, ein bisschen näher dran an den Universal Studios als das Disneyland. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt am zweiten Tag ein bisschen eingespielter sind und von morgens an natürlich auch hier sind und nicht erst aus Osaka hier hinfahren mussten. Kann natürlich auch sein. Jetzt sind wir hier in einem Souvenirshop. Wir wollen ein T-Shirt für Louis kaufen, so ein Mickey-T-Shirt. Gucken wir mal, ob wir was Schönes finden. Ansonsten aber wirklich richtig schön hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, was zu essen müssen wir auch noch finden. Ist ja schon wieder mittags, ja, die Zeit verfliegt auch wirklich. Ja. Und ich habe euch ja im letzten Video, im Disneyland-Video erzählt, dass es natürlich auch immer ein bisschen anstrengend ist, so eine Reise mit Familie und so. Aber es ist natürlich auch schön, das wollte ich natürlich auch nochmal sagen. Es macht natürlich auch Spaß, es ist anstrengend, aber es ist eine schöne Zeit, die man zusammen verbringt. Und das ist natürlich auch sehr, sehr viel wert. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, ob wir hier ein T-Shirt finden.
Tenshan hat sich jetzt auch was für den Kopf geholt. Schau es dir an. Zwei Mickey-Hände. Tenshan ist jetzt ein richtiger Charakter hier. Wir fahren jetzt ein Schiff, Leute. Mai, wie war das Schiff? Ja, war gut. War gut, ne? Was machen wir jetzt? Somit nicht laufen bis hierhin, sondern auf der anderen Seite sind wir da. Ne? Genau, was machen wir jetzt? Zum Aliel. Wir gehen ins Essen. Das ist unser Mittagessen, Leute. Hier gibt es eine kleine Pizza mit Würstchen und Bacon. Louis hat eine kleine Mickey-Pizza. Außerdem hat er hier noch ein bisschen was zu trinken. Es gibt ein bisschen Pommes, natürlich jetzt nicht das gesündeste, aber das ist ja meistens nie in solchen Parks. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus und Tenshan und einer meinten auch schon, es schmeckt ziemlich gut. Ich würde sagen, das lassen wir uns schmecken. Außerdem hat Tenshan sich so eine Tasse besorgt, die es hier gibt. Ist er sehr stolz drauf. Da sind wir in der arabischen Welt hier gerade, Leute. Schaut euch das an, arabische Welt. Louis ist auch dabei, macht gerade irgendwelche Verrenkungen. Wir haben einfach super Wetter. Es ist auch irgendwie nicht ganz so voll. Also bei den Attraktionen, das geht noch vom Warten her. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur nächsten. Ungefähr 5 Minuten müssen wir warten. Das kann man ja alles in der App danach gucken, wie lange man warten muss und so. Also ziemlich gut, würde ich sagen. Popcorn wird auch immer gekauft, ist auch sehr lecker. Macht sehr viel Spaß und macht uns persönlich allen auch mehr Spaß als der Tag gestern in dem Land. Also sie ist irgendwie besser. Weiß auch nicht von der Atmosphäre. Vielleicht liegt es auch an uns. Aber uns gefällt es heute nochmal wesentlich besser. Wir waren gerade auf einem Schiff, wie ihr vielleicht gesehen habt. Man ist da so durchs Wasser gefahren und dann durch verschiedene Räume, die immer verschiedene Themen hatten. Ne? So eine Geschichte, die da erzählt worden ist. Wirklich der Wahnsinn, wie viel Liebe zum Detail die das Ganze gemacht haben und wie das auch alles erstellt ist, die Bewegung der Figuren und so. Ist einfach richtig stimmig und alles super gemacht. Also ja, hat uns sehr gefallen. Mussten nur 5 Minuten warten, auch für Louis natürlich super, konnte eine ganze Menge sehen. Also es ist wirklich, fällt mir generell auf hier in diesen Disney-Parks, wie viel Liebe zum Detail da teilweise auch drinsteckt und irgendwie gearbeitet wird. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe als Kind natürlich auch viele Disney-Filme gesehen, hier Aladdin und so, das kenne ich natürlich auch alles. Also ja, ist schon wirklich schön, macht Spaß und ist natürlich auch für Louis super, weil er super viele Dinge auch fahren kann als Zweijähriger. Das ist echt eine tolle Sache. Wir haben gerade Churros geholt, Leute. Das gibt es auch hier. Ne? Immer so kleine Sachen zum Snacken. Diese Churros zum Beispiel. Tenshan hat 2. Er versucht hier irgendwie Star Wars oder sowas zu spielen. mal gucken, wie die schmecken. Aber da gibt es halt auch eine Menge. Muss man aber teilweise auch irgendwie 10 Minuten anstehen, weil es einfach so voll ist. Ja, sehr süß. Aber kann man sich geben. Ist jetzt mit Chai-Geschmack. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ist ganz okay.
ein sehr gut aussehendes Mickey-Eis mit Orange, also Orangeneis ist es, glaube ich. Gibt's auch, Leute. Das sieht doch gut aus. Schaut euch die Mickey an hier. So muss ein Eis aussehen. Louis, ah. A, mach mal A. Uah. Kalt, ne? Ja, kalt. Es wird schon wieder dunkel, Leute. Wir machen uns jetzt noch auf den Weg zur letzten Attraktion. Und dann gehen wir auch schon wieder aufs Hotel und werden diesen Tag hier in Disney Sea beenden. War ein wirklich sehr, sehr schöner Tag. Ich beende das Video jetzt hier schon mal, weil es wird jetzt eh dunkel, die Qualität ist eh schlecht, kann man eh nicht mehr so viel sehen. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen beiden Videos hier auf dem Kanal ein bisschen Eindrücke darin gewinnen, wie das in Disneyland und Disney Sea aussieht und vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede durch das Video merken von den Arealen her, die es gibt. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir nochmal leid, dass wir das so ein bisschen getrennt machen mussten mit Hauptkanal und Zweitkanal hier. Aber ich denke, es war eine gute Sache und so konnte ich euch dennoch die Inhalte hier aus den Parks zeigen, auch wenn man es eben nicht monetarisieren durfte. Ist aber nicht so schlimm, denke ich. Alles klar, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Mir persönlich hat der zweite Tag besser gefallen, also heute Disney Sea. Wir konnten viel, viel mehr Sachen fahren, haben mehr gesehen und ja, generell vom Gefühl her und so vom Spaßfaktor war einfach der Tag heute wesentlich besser nochmal als der gestern. Aber der gestern war auch gut, ne? So ist es jetzt nicht, aber heute war nochmal ein bisschen besser. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und euch alles Gute weiterhin.